Wer übrigens jetzt gerade auf? Ich habe ja immer noch da oben Kräutersammler, den ich nicht ausgebaut habe und auch noch immer keine Apotheke gebaut. Schnappt euch den Karren! Hallo? Na also. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Das wollte ich eigentlich nicht. Bitte wieder zusammenbauen. Alles klar. Sofort! Es ist vollbracht. Ihr habt uns gerettet und uns aus der Sklaverei befreit. Wir stehen tief in eurer Schuld. Wie auch immer. Saraya, diese Schlacht haben wir gewonnen. Doch der Krieg ist noch lange nicht vorüber. Bis diese armen Siedler sicher zurück in ihre Heimat ziehen können, steht uns noch ein langer und beschwerlicher Weg bevor. Dieser Weg führt nach Tela. Ich muss meinen Vater finden. Er verhält sich so merkwürdig. Sein Verschwinden erfüllt mich mit großer Sorge. Lasst mich mit meinen Gedanken allein, während ihr unseren Abzug vorbereitet. Meine Tochter, ich bin gekommen, um dich vor diesen Eindringlingen zu retten. Kana wird uns beide beschützen. Komm, lass uns von hier verschwinden. Vater, nein! Was ist mit dir? Du begehst einen großen Fehler. Ja, da wurde unsere neue Ritterin entführt. Vegetarierwertung. Was für eine anstrengende Mission. Ja, das war Amistar, nicht Hindala. Hindala war die davor. Wir begeben uns jetzt nach Almerabad. Tela liegt in Schutt und Asche, doch die Hauptstadt wurde von seinen tapferen Siedlern gehalten. Gerüchte, dass Saraya in Kanas Gewalt sei, verbreiten sich wie ein Lauffeuer im ganzen Reich. Nicht gut. Euer Majestät, Prapat wollte Kana während unserer Abwesenheit zur Herrscherin des Reichs ausrufen, da angeblich nur sie allein Hiduns Siedler vor dem vermeintlichen Fluch schützen könne. Als das Volk dagegen aufbegehrte, flüchtete er. Kurz darauf wurde Tela angegriffen. Tela wird keinem zweiten Angriff standhalten. Und wir wissen, dass Saraya in einem inszenierten Ritual zur Besänftigung des Fluches geopfert werden soll. Wenn Saraya stirbt, verlieren wir nicht nur einen treuen Freund. Hidun wird auch jede Hoffnung auf Rettung aufgeben. Glücklicherweise haben wir eine anonyme Botschaft erhalten und wissen, dass Saraya nach Almerabad verschleppt wurde. Niemand wird uns dort erwarten. Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, sollten wir außerhalb Karnas Stadt unerkannt bleiben. Die Stadt Almerabad ist komplett in Karnas Hand und uneinnehmbar. Die falsche Göttin bereitet dort das Ritual vor. Hier befinden sich die Tempel von Parnai, Nandur und Tarunga. Ihre Priester dienen Kanas unheilvollem Kult. Um nach Almerabad zu gelangen, müssen wir Nandur und Tarunga durchqueren. Der Unbekannte, der uns die Nachricht über Sarayas Aufenthaltsort zukommen ließ, will uns bei unserer Ankunft kontaktieren. Wir werden ihn hier in unserem Stützpunkt treffen. Saraya muss befreit werden, bevor Kana das Ritual beginnen kann. Euer Majestät, ich bin bereit für diese Aufgabe. Ja, wir werden wahrscheinlich auch Marcus schicken, weil Marcus noch keinen Auftritt hatte in dieser Kampagne. Aber was sagen die anderen beiden? Ich bin bereit, unsere getreue Kameradin aus den Klauen der grünen Bestie zu befreien. Entsendet mich! Könnten wir auch machen. Lasst mich der ruchlosen Kana zeigen, dass sie ihre Rechnung ohne die Ritter Vestelins gemacht hat. Ja, hat sie sowieso. Der direkte Weg ist immer der beste. Oh, das war die Missionsbeschreibung. Saraya muss...
Ich benötige weniger Gold, ja. Na gut, dann nehmen wir Marcus und starten mal rein. Wir müssen Saraya retten, bevor Kana sie opfert. Von hier aus werden wir nach einer Möglichkeit suchen, das Gebiet der Tempel zu durchqueren. Möge unser Unbekannter helfen, uns dabei unterstützen. Ich habe euch bereits erwartet. Ich bin Namavili, Priester der echten Kana. Ich weiß, dass diese falsche Göttin unseren Glauben missbraucht. Wir müssen die drei Tempel bekehren, um zu Saraya zu gelangen. Sucht hierzu zunächst den Tempel von Parnai auf. Die Regenzeit hat eingesetzt. Okay, wir haben einen Mini-Steinbruch. Aber wenigstens haben wir mal Steine. Jetzt fehlt uns nur noch Holz. Tja, wir haben hier Dauerregenzeit. Okay, als erstes den Tempel entdecken. Verstanden. Es läuft gerade zum Glück kein Timer. Sofort. Alles klar. Wir können uns das also erst mal in Ruhe umsehen. Gleich dieses Territorium auf einnehmen, um an Schafe zu kommen und dann zusätzlich einen Fisch. Sobald wir mal an Fisch kommen. Alles klar. Hier wären Kühe. Hi, Dumbo. Und noch mehr Schafe. Deswegen. Verstanden. Okay, das geht vom Preis her. Sind garantiert 5 Kühe, weil ich sehe 4. Also ist die 5. irgendwo versteckt. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Okay, hier kommen wir gerade nicht weiter, weil Dauerregenzeit ist. Auf euren Befehl. Ei. Okay, hier wäre noch mehr Getier. Also noch mehr Jagdwild. Jawohl. Schon unterwegs. Alles klar. Alles klar. Also ja, wenn, dann nehme ich erstmal das Territorium ein, um da Schafe zu züchten. Auf euren Befehl. Ei. Das können wir aber auch dann machen, wenn... Alles klar. Also ja, die drei Territorien auf jeden Fall erobern, wäre wichtig. Oh, hier hätten wir auch Wild gleich nebenan noch. Wie ihr wünscht. Da oben. Um an das Wild da oben zu kommen, ja, müssen wir wünscht. Hier eine Straße lang bauen. Jawohl. Verstanden. Jawohl. Auf euren Befehl. Da wäre nochmal ein Steinbruch mit 100 Steinen. Alles klar, alles klar. Das Gebiet da unten möchte ich mir aber auch noch ansehen. Ah, wir können aber jetzt noch weitere Ausbauten vornehmen und dann das Territorium einnehmen.
Okay, ich sehe ein Banditenlager. Grabräuber unbekannt. Auch gut. Verstanden. Auf euren Befehl. Ein Schaf, hä? Drei Schafe sind hier auf jeden Fall. Ich zähle vier Schafe. Also werden hier fünf Schafe rumschafen. So. Schon unterwegs. Verstanden. Schon unterwegs. Gucken wir mal, ob wir irgendwie in dieses Territorium kommen. Weil hier sieht es eher nicht danach aus. Wie ihr wünscht. Nee. Ja, dann kommen wir nur hier weiter zu dem Tempel. Wir haben ein Territorium eingenommen. Jawohl. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. So, jetzt müssen wir das taktisch gut machen. Oder auch nicht. Ach komm schon. Hier ist uneben, willst du mich verarschen? Dann machen wir es so. Alles klar. Okay, als nächstes will ich aber gern das Territorium dann. Auch wenn das 300 kostet. Und ja, die Kuhfarm können wir erstmal noch abbeißen. Ich habe nur die Kuhweiden schon mal vorbereitet. Ja, hier gibt es auch noch wenigstens eine Schafsherde. Das ist gut.
Ein Steinbruch ist erschöpft.